Musik sollte aus sein. So, okay. Jetzt lass mich einmal noch ganz kurz den Cleanfeed anwerfen hier. Er ist leider ein bisschen zu sehr rangezoomt, ne, vom Gefühl. Ja, komm, wir schwingen einmal zusammen die Flagge hier, komm. Ich hab ne richtige, hier. Die gute alte Flagge. Wo ist der Sponsor, Copypasta? Welcher Sponsor? Ja, hier, ich habe N&O, ne? Alright, so, jetzt lass mich einmal ganz kurz in den Greenscreen reingehen hier. Heute, also kurz nochmal für die Herrschaften da draußen. Warte, ich muss einmal kurz den Stream hier anmachen für mich. Weil ich bin ja natürlich nicht eingeloggt, selbstverständlich. Ne? Man kennt mich. So, da sieht man mich in voller Größe, wundervoll. Genau, dann machen wir die einmal aus. Alright. Ist die Kamera so gut? Sieht man jeden Mitesser auf meiner Nase? What the fuck is this? Okay. Sehr gute Kamera auf jeden Fall. So, jetzt lass mich einmal ganz kurz in die NNO-Gruppe gehen. Und dann schauen wir ganz kurz einmal zum Clean Feed. Damit ihr auf gar keinen Fall was verpassen. Hier ist der Co-Stream. Nein, wo sind die Informationen? Ich bin so verwirrt, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also Discord ist echt nicht meins. Okay, also hier finde ich es schon mal nicht. Das sind einfach tausend verschiedene Sachen. Hier ist ein Channel, der heißt Co-Stream, aber in dem Co-Stream-Channel ist nicht der Link drin. Soll ich dir schicken? Wenn du es gerade hast, wäre sehr, sehr gut, ja. Damit ich es einfach aufmachen kann im Hintergrund. Ne, damit wir nichts verpassen sollten. Okay, Leute, also. Heute ist der Streamtitel eigentlich angepasst. Weiß ich nicht, ne? Ob der Streamtitel angepasst. Also, was ist die Situation? Unser Spiel wurde nach hinten geschoben. Agorin muss bis aus Zürich anreisen. Und Agorin hat, dadurch, dass das Spiel nach hinten geschoben wurde, hatte er nicht die... also wenn er jetzt noch hier rausgefahren wäre, das Spiel um 21 Uhr, dann ist er 22 Uhr auf dem Rückweg, dann braucht er 4 Stunden plus, dann ist es 2 Uhr nachts, irgendwas in der Richtung. Und er hat sich dann nicht mehr wirklich sicher gefühlt damit, wisst ihr? So spät am Abend dann praktisch noch auf der Piste zu sein. So, das hat funktioniert, jetzt haben wir den Clean Feed, jetzt machen wir das zu und das zu, nice. Dementsprechend, dadurch, dass das Game, also er hat gesagt, das 20-Uhr-Game ist mit Abstand das Letzte, das er machen kann, weil er dann noch so um die 1 Uhr zu Hause wäre. Und das wäre so das absolute Limit für ihn. Ne? Kann ich ehrlich gesagt verstehen. Ich meine, Agorin ist jemand, der sehr früh aufsteht, wisst ihr. Dementsprechend hat es heute leider nicht geklappt. Und Kani ist heute Abend verplant. Wäre sonst in die Bresche gesprungen. Aber dadurch, dass er heute Abend verplant ist und er nicht damit gerechnet hat und er auch ein bisschen weiter weg ist normalerweise, ne? Also wenn er zu Hause ist, dann sind es für ihn ein bisschen über 2 Stunden, 2,5, irgendwas in die Richtung. Das war bloß gestern, also es gibt, wenn er bei seinen Eltern zu Besuch ist, dann braucht er nur eine halbe Stunde zu mir. Ne? Aber ansonsten braucht er halt ein bisschen länger, wisst ihr? Und Brück ist beim Feind? Naja, Brück ist in Berlin erstmal, ne? Also wenn Brücki von Berlin nach München gekommen wäre, das wäre natürlich möglich gewesen, aber es wäre schon ein weites Stück gewesen, ne? Muss man sagen. NNO Valkyrie Co-Caster, ja, war die Überlegung, aber mir wurde gesagt, Solo-Cast wäre wahrscheinlich besser, ne? Das heißt, lass uns reden über eure Fragen zu NNO, über eure Fragen zu mir. Was ich euch heute sagen kann, wir spielen gegen SK. SK ist ein wahnsinnig starker Gegner. Die sind als absoluter Top-Favorit in die Season gekommen. Jeder dachte, die sind das Team, das ungeschlagen ist. Jeder dachte, wir haben ein 18-0-Team. Die waren selber sehr, sehr confident in ihren Aussagen. Wir sind das starke Team. Die haben sich selber hochgeratet. Und jetzt stehen sie 4-3 aktuell. Ne? Wir sind 3-4, das heißt, die sind genau 1 über uns. Also ein Win mehr praktisch. Das heißt, es ist ein Battle eigentlich auf Augenhöhe. Ne? SK ist ein bisschen unter den Erwartungen geblieben. Das ist jetzt natürlich die Frage, sind sie leichtfertig mit den Gegnern umgegangen? Sind sie ein bisschen übermütig gewesen? Oder haben sie einfach noch nicht die Meta so ganz verstanden, weil das Spielermaterial bei SK ist wahnsinnig gut.
Also wir haben einen Febiven zum Beispiel. Wir haben einen Genex. Ja? Wir haben eine Kedui Lillebotlane. Also das sind einfach wahnsinnig große Namen. Das ist ein Team, wo viele gesagt hätten, ja, die hätten das Potenzial, durchaus auch ein Bottom-Tier-LEC-Team zu sein, als die reingegangen sind. Prime. Lilibis woanders, ne? Lilibis woanders, Prime. Ja, aber wo ist ich stehen geblieben? Der ehemalige Eintracht-Spandau-Support, genau. Wo ist ich stehen geblieben? Da hätten viele auch gedacht, die haben durchaus das Potenzial, ne, so, also bestes deutsches Team zu sein und dann in der LEC mitzuspielen. Aber die hatten jetzt ein paar Anlaufschwierigkeiten, sind nicht so gut, haben noch kein so gutes Momentum. Und ich hoffe, dass sie heute wieder... Die sind sogar gegen den Letzten gestrauchelt und waren der erste Win für die Eintracht Frankfurt. Ne? Wobei man sagen muss, Eintracht Frankfurt hat sich sehr gemacht. Ne? Letzte Woche oder gestern am Spieltag auch noch der Sieg gegen Unicorns of Love. Ne? Das heißt also, die sind wirklich auf einem guten Weg, auf einem guten Vormarsch, die Eintracht Frankfurt. So, Eintracht Spandau, ja sowieso an der Spitze aktuell auf der 1. Ne? Ich glaube, hat gerade auch noch ihre Position untermauert. So. Aber für uns geht's heute gegen SK und solche Games sind unglaublich wichtig. Wenn du mit jemandem bist, wo du bei der Tabelle ziemlich genau even bist, an einer Position, wo es um die Playoffs geht. Ne? Weil das große Ziel ist ja, Playoffs zu erreichen. Wisst ihr? Das ist das große Ziel. Klar, Klassenerhalt, ne? Super wichtig. Klassenerhalt, super, super wichtig. Aber das große Ziel sind die Playoffs. Und gegen SK Prime ist ein Team, das praktisch einen Win vor uns ist, ne? Auf der vierten Position. Wir sind aktuell, glaube ich, auf 5-6. Ne? Das heißt, aktuell wäre Playoff. Aber wenn wir jetzt heute einen Win, wir könnten uns gut absetzen. Ne? Weil es gibt eine Menge Teams, die 3 Wins gerade haben. Wir haben NNO Prime, wir haben Schalke, wir haben Gamer Legion, wir haben die Eintracht Frankfurt. Alle von diesen Teams sind auf den 3 Wins. Das heißt, jetzt einen Win zu kriegen, auf die 4 zu kommen, sich abzusetzen von diesem großen Feld, wäre unglaublich wertvoll für uns. Gut, Fisch, du. Ich bin mal gespannt, was wir heute für einen Draft bekommen. Ne? Also gestern war ja so ein bisschen eine Überraschung tatsächlich, dass wir den Amumu gesehen haben von Lama Bear aus dem Jungle. Fand ich eine sehr kreative Wahl, aber wirkte extrem stark, hat sehr viele Probleme von uns auch gelöst. Guten Engagers gemacht. Die Nami sah sehr stark aus. Samolek überragend auf der Botlane. Matislav mit extrem guter Mitkontrolle. Gestern fand ich aber auch, dass unsere Gegner drafttechnisch ein paar Fehler gemacht haben. Ne? Platz 1 bis 6 kommen in die Playoffs. Genau, ja. Gestern war ein wahnsinnig cleanes Game von unserem Team. Ja, auch. Also die haben sehr, sehr sauber runtergespielt. Die haben gute Ideen gehabt um den Nash herum, wie sie das Spiel vorantreiben können aus ihrer Lead-Position. Ja, das ist ja, was uns immer so ein bisschen gefehlt hat. Wenn wir jetzt zurückschauen, wir hatten sehr oft Leads im Early Game, aber wir haben sie nicht wirklich verwerten können. No? Wir haben... Oh, sorry, da war die ganze Zeit Sound an für euch? Oder war das okay? Wo ist Agorin? Agorin ist heute leider nicht da. Heute wird es ein Solo-Cast. Ne? Wir unterhalten uns ein bisschen. Da ist es jetzt auch sehr wichtig natürlich, dass ihr ein bisschen mit dabei seid und mir ein bisschen Fragen zuspielt, ne? Damit wir das Gespräch am Laufen halten können. Ne? Geil, Freddy Solo-Cast. Ah, ne? So. Was denn mit dem Wortbug von letzter Woche? Ist da irgendwas zu gesagt worden? Wir haben uns informiert über den Wortbug, also wer das nicht mitbekommen hat, es gab einen Bug, wo einer unserer Spieler im Late Game einen Zombie-Wort nicht gesehen hat und dieser Zombie-Wort zu einem game-entscheidenden Catch geführt hat, der den Gegner Nash gegeben hat und dadurch konnten sie dann auch das Spiel weiter vorantreiben und konnten dann im Endeffekt, glaube ich, auch noch Elder bekommen und enden. Dieser Bug hätte sofort pausiert werden müssen, das ist so im Regelwerk, auch wenn der sehr schwer ersichtlich ist natürlich für den Spieler. Es gibt keine Möglichkeit des Chrono Breaks, es gibt keine Rematches, das ist in der Verantwortung der Spieler, solche Bugs zu erkennen und die dann direkt das Game zu pausieren. Das ist wohl eine Regelung, die so steht, das ist natürlich in dem Fall großes Pech, weil du kannst natürlich nicht wissen, dass du da hättest pausieren müssen, ne? Aber das Regelwerk gilt für alle. Und das soll auch wohl in Zukunft ein bisschen überholt werden. Fliegender Kopf. Wie, ihr seht mich nicht? Ist der schwarze Hoodie, wirkt der schwarze Hoodie so, als würde... Nein, ihr seht mich doch, oder? Komm.
Ich meine, ich kann ein bisschen mehr rauszoomen, wenn ihr wollt. Aber dann sieht man leider, also, ne, dann sieht man hier so links und rechts, sieht man dann, also, der Greenscreen ist zu klein, ne? Ich fülle den leider ziemlich aus, wisst ihr, den Greenscreen. Ich fülle den leider ziemlich aus. Ich kann ihn mal ein bisschen, ich könnte ihn ein bisschen näher ranschieben, wenn ihr wollt. Aber, also, das ist halt so, ihr seht halt dann hinter mir die Sachen. Ist okay? Wenn's okay, wie ist es besser für euch? Wie ist es besser für euch, ne? Ich lasse mich da von euch natürlich überraschen. Es sieht so aus, als würden wir relativ bald in den Draft gehen. Und das ist immer, wo ich am meisten Angst habe bei unserem Team tatsächlich, wenn es um den Draft geht. Weil unsere Drafts sind spicy und manchmal geben sie uns ein bisschen schwache Lanes, habe ich das Gefühl, und wenig Perspektiven. Aber es gibt auch Drafts, die einfach sehr, sehr erfrischend sind, ne? Die man so vielleicht im Pro-Play noch nicht kennt. Und wo ist Arguin? Arguin ist leider nicht gekommen heute. Leider nicht gekommen. Wie siehst du die Chance für NNO heute? SK ist ein unglaublich guter, starker Gegner. Ich denke, man muss realistisch sein, sie sind Favorit in der Begegnung. Aber sie haben Schwäche gezeigt. Und es kommt sehr darauf an, auf welchem Fuß wir sie heute erwischen, wie sie heute abliefern. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das heute hinbekommen. Na? Wir kommen aus einem sehr starken Game, SK kommt aus ein paar wackeligen Performances und ja, sie sind Top-Favorit für die Season gewesen, aber vielleicht haben sie noch nicht den Patch richtig verstanden, haben noch nicht das richtige Momentum und ich glaube, Stormfury ist da auf einem guten Weg. Ne? Also ich persönlich bin heute NNO-Fan. Ne? Also gut, ich bin immer NNO-Fan, ne? Ich bin vielleicht ein bisschen biased, aber ihr wisst, was ich meine. Bin ich blöd? Warum ist der Greenscreen schwarz? Naja, also der Greenscreen ist eigentlich grün, ne? Aber ich habe praktisch einen Filter auf dem, der soll dieses Grüne eigentlich ausfiltern. Und wozu das sorgen sollte, so funktioniert der Greenscreen. Das ist ein Chroma-Key und der soll dafür sorgen, dass ich praktisch so schwebe und ihr hinter mir alles sehen könnt. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, was das hier gerade ist. Das hat funktioniert im Test, aber da gab es noch Sonnenlicht, ne? Also vielleicht war das Sonnenlicht schuld, wisst ihr, ja? SK Prime, was soll das sein? Gegen NNO verliert ihr 100 Pro. Der Twitch-Chat, ne? Wieder hier mit einer guten Rhyme-Leistung. So lobe ich mir das. Kamera auf die linke Seite beim Casting ist besser. Ja, wir gucken gleich, wie wir das machen. Ne? Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, ein bisschen zu quasseln hier, ne? Und ein bisschen zu unterhalten, ein bisschen Mut zu fassen für die Partie, ne? Was da wieder für Schocks kommen. Wir hoffen, dass Samulek heute ein bisschen ruhig macht. Ne? Draft geht los, alles klar. Wir schalten auf live. Dann schalten wir auf meine zweite vorbereitete Szene. Dann zoomen wir hier ein bisschen rein und hoffen, dass ich schwebe für euch. Aber ich glaube, es ist einfach ein großer schwarzer Block hier. Und dann machen wir meine wundervolle... Warum geht die nicht? Meine wundervolle Szene. Und jetzt schaut ihr... Bam! Jungs! Production Value! Da ist sie nämlich! Ein Klick und drin sind wir hier! Sound gibt's aktuell noch keinen. Der kommt gleich noch. Also, wir haben gestern gesehen, unser Team hatte einen brillanten Plan. Toplaner rausnehmen, dann früh den Olaf securen und damit die Toplane stabilisieren und auch dominieren. Ne? Jetzt sehen wir, SK hat aufgepasst, ne? Seht ihr nichts? Ihr seht was, oder? Ihr seht was. Ne? Alles gut? Alles gut? Ich hoffe. Hey, die haben uns einfach... Wait, haben die uns gerade einen Loose dazu gegeben? Ey, Prime League! Hallo? Warum steht da 3-5? Hä? Entschuldigung, warum steht da 3-5? Ich weiß ja nicht. Aber wo war stehen geblieben? Ne? Also, wir haben den Olaf-Ban, der hat gestern sehr gut funktioniert. Was man oft sieht bei Teams gegen uns, sie haben Angst vor Samulek. Das heißt, wir sehen hier den Ceri-Ban, wir sehen hier den Ash-Ban. Und bei uns ist es so, wir schränken jetzt Nami ein. Nami sehr, sehr stark. Ne? Die Lucian-Nami-Kombination auf dem Patch noch extrem gut. Nami allerdings auch mit sehr vielen anderen AD-Carries kombinierbar. Vor allem in jüngster Zeit hat man Xayah gesehen als relativ resistente Lane. Und wir sehen den Mauke und die Elise, zwei sehr, sehr große Pflichtbands, extrem stark. Mit Elise hast du die Bot-Control, Mauke allgemein ein bisschen broken. Und jetzt gibt es verschiedene Champions, die interessant sind. Azir ist einer davon, Caitlyn ist einer davon, Seju, Vi, Wukong. Na, das sind so die Champions, die wir normalerweise sehen. Azir, guter Takeaway. Matislav Champion Pool, ne?
Ist, glaube ich, in der, also nicht besonders gut gegen Azir. Ich bin gespannt, was seine Antwort ist. Er ist ja selber auch der Azir-Spieler und er hat seinen Ornn. Aber Ornns größte Schwäche ist eigentlich das Azir-Matchup. Wir sehen hier die Sejuani, die wird early secured. Nehme ich jetzt mal an, ne? Warten wir noch kurz ab. Da ist sie, ne? Aktuell absoluter Powerpick. Jetzt ist es interessant, ob man sich in irgendeine Botlane-Kombination, also die es gibt noch ein paar, die übrig sind. Eine von den gängigen wäre jetzt eine Caitlyn-Kombination. Ich weiß nicht, wie wohl sich Samolek damit fühlt. Varus ist eine andere Option. Ashe wäre, ne, Ashe ist raus, okay. Alles klar, also du hast ja Lucian Nami, du hast Cerilulu, ne? Du hast verschiedene Varus-Kombinationen, du hast Caitlyn Lux. Das sind so die gängigen Botlands, die wir aktuell sind, die ein sehr, sehr hohes Power-Level haben. Ne? Also meistens sind da ja nicht einzelne Power-Picks, sondern halt die Kombination. Jetzt sind wir wieder bei 3-4, ne? Da hat die Prime League aber aufgepasst. Sehr, sehr schön. Da hat die Prime League aber direkt aufgepasst hier. Genau. Und jetzt sehen wir auf der anderen Seite, Kedui Kalista. Das heißt, man will hier Heavy um Bot rumspielen. Man möchte wahrscheinlich auch ausnutzen, dass die Sejo im Early nicht ganz so viele Akzente setzen kann. Man kann jetzt hier ein starkes Pairing für die Kalista mitnehmen. Da gibt es viele Optionen. Ja, vielleicht ist es der Amumu, den wir gestern von Lamaware noch gesehen haben. Aber man möchte hier auf jeden Fall einen starken Jungler, könnte ich mir vorstellen. Da ist der Amumu. Wir wissen jetzt nicht, ob der Jungle ist oder Support. Er könnte beides sein. Kann ein bisschen ein sneaky Flexpick sein hier. Kombiniert sich natürlich sehr gut mit Kalista. Gibt dir sehr viel Kill-Pressure mit den zwei Tangles. Du hast da relativ viele Möglichkeiten. Aber es ist ganz klar, was möchtest du hier machen? Ne? Du hast eine starke Midlane. Azir kriegt in fast jedem Matchup Push. Kann sich zuerst in den River bewegen. Und dann hast du auf der Botlane eine extrem dominante 2v2-Lane und die möchtest du enablen, um die möchtest du rumspielen, die hat sehr viel Kill-Pressure. Das heißt, du nutzt den Azir Richtung Bot, du pickst einen starken Jungler und du spielst für die Botlane-Überzahl-Situation. Und da muss unser Team jetzt antworten, Talia wäre sehr gut, wenn wir sie spielen können, tatsächlich. Weil die, sehr, sehr guter Pick hier. Ne? Wir haben drei Champions, die von dem Minenfeld gestunt werden. Kalista bei jedem Out-Attack-Sprung. Azir in seinem E, ne, und Amumu in seiner Q. Das heißt, extrem guter Pick hier. Extrem guter Pick hier. Auch ein Champion, der Mitte durchaus neutralisieren kann. Ihre einzige Schwäche ist, sie ist engagebar, wenn man nicht aufpasst. Sie ist sehr gut shufflebar. Wir sind 13-4 jetzt. Können wir so anhalten? Können wir so anhalten? Prime League? Prime League? Prime League, ne, hier. 13-4, jawollo. Stop the count, ne. Raus, hier, Screenshot. Mach schnell einen Screenshot rein. Das nehmen wir so. 13-4, ne? Das ist die Ausgangs... Oh, das haben sie aber schnell korrigiert. Da unten, ey. Meine Güte. Schade. Aber ne, also das ist ja immer noch eine Möglichkeit, nicht wahr? Ne? Wir kommen ja von einem starken Game jetzt, ja. So, wir sehen jetzt natürlich, entschuldigt bitte die blöde Lage. Also, wir sehen jetzt natürlich ganz klar, die Top-Laner sind beide noch nicht gepickt. Da werden jetzt die Champion-Pools stark eingeschränkt. Wir sehen hier Jax und Kisante, wir sehen Fiora und Renekton. Naja, das heißt, wir werden auf der Top-Lane ein bisschen dubiosere Picks sehen. Jennex leider einen sehr tiefen Champion-Pool, also der hat da noch sehr viel. Flamer hat noch nicht so viel gezeigt. Aber ich bin mal gespannt, was er da vorbereitet hat. Jetzt könnte man hier einen Support dazu nehmen. Es wird die Renata. Wäre eine gute Kombination auch gewesen für SK, falls der Amumu wirklich Jungle sein soll. Das ist ja immer noch nicht ganz aufgelöst. Ne? Aber wirkt hier natürlich auch sehr stark, weil man sehr viel Burst hat auf der Seite von SK. Und man kann dann mit dem Bailout von Renata arbeiten und hoffentlich überleben und killstraden. Ne? Der Greenscreen ist in der linken Ecke nicht richtig im Bild. Allgemein hat der Greenscreen nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte. Aber das ist okay, Leute. Ja? So, und jetzt sehen wir genau das, worüber wir geredet haben. Ne? Die meisten Leute hätten wahrscheinlich gedacht, aha, es ist Amumu Support, ne? Stark mit Kalista. Aber nein, es ist Soraka. Man hat die Renate gebaitet. Man hat jetzt die Soraka eingeloggt. Das ist ein sehr, sehr gutes Botlane-Matchup jetzt für SK. Allerdings ein bisschen, Amumu nicht der stärkste Early-Game-Jungler, das heißt, die Situationen auf die Botlane könnten ein bisschen schwieriger werden. Ne? Und jetzt gibt es hier noch den Top-Lane-Abtausch, es sieht so aus, als wäre es ein Zion, das ist ein Champion, den wir jetzt auch ein bisschen schon, ich glaube, in der LCK war es, gesehen haben.
oder in der LPL, wo es ein bisschen eine Orientierung Richtung Tanks auf der Toplane gibt. Und wir picken den Gnar, der sollte ein gutes 1v1-Matchup haben. Jetzt bräuchte ich die Expertise von Tolkien, aber ich würde mal tippen, dass wir eine starke Sideline haben, dass der irgendwann große Probleme haben wird, der Sion, dass wir auch permanent Push haben sollten ab einem gewissen Punkt. Wobei ich mir nicht sicher bin, weil Sion natürlich Waves auch relativ gut vernichten kann. Ja? Aber das wäre jetzt so mein Grundverständnis, würde in diese Richtung gehen. Ja? Genau. Ja, was sagen wir zu den Drafts, meine Damen und Herren? Was sagen wir zu den Drafts? Kann SK ihre Win-Condition durch Botlane spielen? Wir haben die Mitte, den Azir mit der Talia ein bisschen eingeschränkt. Die Szene ist falsch. Ups. Wir haben die Midlane mit der Talia ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, sie werden nicht for free immer Push kriegen. Ich denke, wir haben da ein bisschen mehr Spielraum. Hoffentlich. Amumu gegen Sejuani. Ich glaube, Sejuani ist tatsächlich der early effizientere Jungler. Amumu hat hier aber den Scaling-Vorteil. Ich denke, Varus Renata sollte sehr strugglen gegen Kalista Soraka. Ich weiß, dass allgemein diese bisschen rangederen Supporter sehr gut sind gegen Renata. Sie poken können, ihr nicht zu viel Raum für ihren Engage kriegen und ihre Stacks. Also ich denke, Botlane könnte sehr hart werden. Und wir waren ja bis jetzt immer sehr angewiesen darauf, dass Samolek nach vorne kommt und das Game übernimmt. Und Toplane im isolierten Matchup sehe ich kleine Vorteile bei Flamer. Ne? Aber ich habe leider nicht so die Toplane-Expertise. Und es geht los. Oh, das wäre so, es ist so ein wichtiges Game heute, Leute. Es ist so ein wichtiges Game. Wir wollen einfach ein cleanes Early Game und dann Samolek Magic. Das ist, was wir brauchen hier, glaube ich. Ein cleanes Early Game und Samolek Magic. Und ich hoffe fast, denkt ihr, es ist Poke Varus? Ich hoffe, es ist Attack Speed Varus mit Renate. Aber das Game beginnt, meine Damen und Herren. Und wir gehen rein in diese wundervolle Partie. Jetzt schauen wir mal, wie das mit der Kamera hier funktioniert. Der Greenscreen funktioniert doch einigermaßen, ha? So, jetzt lasst uns kurz einmal den Sound checken. Wie ist für euch der Sound so? Wie ist es für euch so? Zu laut? Zu leise? Gib mir kurz Feedback. Oh. Noch live? Warum? Macht er da unten immer diese Taskleiste? Wie kriege ich die jetzt weg? Das ist jetzt nicht optimal gewesen. Ich geht's einfach nichts mehr an. Ist gut? Okay, Leute. Wir haben eine cheesy Invade gesetzt unten. Man will, glaube ich, den Red Buff 1.25 invaden oder wartet hier auf die Kalista. Gleich eine sehr, sehr spannende Aktion. Ich weiß nicht, wie man... Oh mein Gott, Kidui geht um die Ecke. Oh, das könnte huge sein. Aber er geht den richtigen Weg. Direkt mit dem Flash, aber Cleanse getradet. Gut hier für SK leider. Wir haben Zugriff auf den Red Buff. Wir sehen, Amumu verschiebt direkt auf der oberen Seite und geht... das Prime League Logo, entschuldigt, ja. So? Ist so besser? Ja. Also, was wir hier sehen können, ist gut. Greenscreen fixed, please. Ist nicht? Funktioniert nicht? Bitte mach die Ecke weg. Also ich sehe keine Ecke bei mir, Leute. Ich sehe legit keine Ecke bei mir. Ich kann einen Ticken weiter zoomen, wenn ihr wollt. So. Ich sehe jetzt weg. So. Okay. Hoffentlich ist jetzt... Wir sehen OBS. Ihr solltet OBS nicht sehen, nein. Was? Ihr seht OBS? Okay, jetzt lass uns aufs Game konzentrieren hier. Es scheint zu funktionieren, ne? OBS im Bild. Okay, jetzt ist hoffentlich weg. Alles klar, also was haben wir verpasst, ne? Wir haben einen Invade auf der Botseite gespielt. Wir haben hier unseren Flash getradet gegen Cleanse. Wir haben gerade Heal bekommen bei dem Botland-Trade. Ja, das heißt, zwei Summoners von SK Prime sind raus. Allerdings haben sie dafür den Health-Lead und wir haben einen Key-Summoner. Wir haben Flash verloren. Dann haben wir unsererseits den gegnerischen Red und Raptoren invaded und die Gegner haben sehr schnell geschaltet. Amumu hat sofort unsere Raptoren und unseren Red. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr neutralen Trade, der aber für uns persönlich gut ist. Warum ist der gut? Weil wir jetzt einen Map-Split haben, wo der Amumu nicht so viele Aufgaben auf der unteren Linie haben sollte.
Ja? Das heißt, er kann wahrscheinlich nicht so gut in die Botlane reinspielen, sondern wird jetzt erstmal seine Topside-Camps clearen und ist dann ein bisschen länger auf der oberen Seite. Und es wird wahrscheinlich einen Clash um die Toplane-Languste vielleicht sogar geben. Beziehungsweise, man könnte natürlich auch schauen, ob man hier dann einfach resettet für die Crux geht und dann für die Botlane-Raptoren. Aber wir sehen jetzt hier überall auch die ersten Recalls reingehen. Matislav hat einen Pushout bekommen. Oder eine neutrale Lane. Dann unten die Botlane von SK Prime hat sehr gut reingepusht. Ne? Dementsprechend können die sich jetzt ein Free Reset. Unsere versuchen sich jetzt den Reset zu erarbeiten. Da ist es jetzt sehr, sehr wichtig auf der Botlane, dass praktisch unsere Wave durchgeht. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich muss sagen, die Jungle-Routen auf dem Level sind für mich vogelwild. Llama Bear hat jetzt invaded, seinen Blue genommen, seine Wölfe geskippt, Crux gemacht und läuft dann zur Botlane-Krabbe. Und ich glaube, der ganze Plan dahinter ist einfach nur, um unsere Botlane zu stabilisieren und denen Sicherheit zu geben. Aber das ist, also auf dem Level, Jungeln ist gar nicht so ohne. Und jetzt Lurox auf der anderen Seite, hier mit dem Invade auf die Raptoren direkt auf den Respawn. Und wenn er die jetzt bekommt, ist er natürlich ein sehr wichtiges Camp, das beide dieser Jungler natürlich wollen, ne? Die Raptoren vorne. Ja, weil die sind sehr leicht zu clearen mit diesen Tank-AOE-Junglern. Ne? Und deswegen hat der jetzt natürlich gleich einen guten Vorteil hier. Kann jetzt zu seinen Raptoren gleich rübergehen. Llama Bear läuft hier einfach ein bisschen hinterher. Na, in der Mitte haben wir kleines Trading. Wir sehen das typische Pattern. Azir, der ein bisschen Poke aufbauen kann. Der versucht über Poke sich zu lösen, kleinere Vorteile zu generieren. Aber ansonsten haben wir relativ viel Ruhe hier. Ansonsten haben wir relativ viel Ruhe. Jetzt ist eine Frage, ist auch Scaling hier im späteren Bereich? Da bin ich mir sehr, sehr unsicher, ehrlich gesagt. Ich denke, in Teamfights selber könnte es ab einem gewissen Punkt sehr hart für uns werden. Ich meine, wir haben den Attack Speed raus und jetzt ein früher Drake. Also vogelwildes Parfing. Hier Raptoren-Stil, kein Reset. Direkt in den Drake. Kann Llama da noch hinkommen? Hat man das gespottet? Man weiß, oh. Aber sie sind auch alle im River, ne? Und man hat auf Botlane natürlich den Advantage. Aber ein sehr, sehr früher Drake. Das ist was, was uns früher immer so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Dass die Gegner früh Drakes gesteckt haben gegen uns. Wir können jetzt einmal über die Lanes gehen. Wir haben auf der Toplane einen Kalsion tatsächlich. Im Jungle ein Camp vorne für Amumu und er hat den Drake secured. Toplane neutral. Midlane sind wir leicht behind, also nur leicht. Das ist ungefähr eine Wave, das ist völlig im Rahmen. Und Botlane sind wir aber auch schon über eine Wave behind. Ne? Und müssen jetzt auch aufpassen, weil unser Jungler nach Top pufft und der gegnerische Jungler könnte theoretisch noch unten sein, nachdem er den Drake genommen hat. Also aktuell spielt sich SK hier auf den Lanes überall Leads. Ne? Machen sie sehr gut. Ich weiß auch nicht so ganz, wie wir jetzt das hier wirklich spielen wollen. Also eine Sache, die man natürlich mit Talia und Sejuani, wir können die zusammen durch die Mitte auf eine der Sidelanes spielen lassen, die Talia-Ult nutzen, damit Roman. Ich glaube nicht, dass wir Mitte zu lang isoliert den Azir sie bearbeiten lassen wollen und da Vorteile generieren lassen wollen. Das würde ich nicht unbedingt begrüßen. Aber so wie es aktuell aussieht, jetzt hat der Azir gerade die eine Wave rausgepusht. Dafür haben wir Vision unten gekriegt. Das wird jetzt abgetauscht. Jetzt gibt der Azir da Vision. Wir kriegen die eine Languste. Die Jungler werden relativ bald 6, also nach der nächsten Rotation. Da wird der zweite Buff. Und jetzt kommt natürlich die wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Achte Minute. Oh, oben ist Action. Amumu geht rein, Sion Ulti, Kamera war leider nicht ganz drauf. Flamer hier mit einem guten Flash, hat die Sion Ult gedodged, kann ein bisschen gegentraden, aber nicht zu weit vorgehen. Das heißt, noch ein kleiner Vorteil, den Lurox organisiert hat. Worüber ich reden wollte ist, jetzt werden wir hier unten, gibt's erstmal einen kleinen Fight. Samulek moved nach vorne, ist Bailout. Holy shit. Ja, ne, da sieht man ein bisschen die Stärke von Kalista Soraka im 2v2. Hat die Stacks draufbekommen, wusste, dass er turnen muss, weil er nicht mehr raus kann. Flasht aggressiv nach vorne. Hier auch bitte, also gnadenlose Action von SK, aber hier sehr guter Flash von Matislav, dann gut mit dem Ignite gearbeitet, wenigstens da konnte man gegen traden, aber wir haben jetzt natürlich schon eine Menge Probleme. Ihr seht hier, man geht nach vorne, sammelt gut mit der Science gearbeitet, die Stacks kommen hoch, man denkt, man kann gegen traden, man weiß, holy shit. Die gut gespielte Kalista ist so nasty, ne? Und dann leider erwischt worden.
Na, Mitte der Flash-Trade. Na, jetzt Botlane haben wir ein großes Problem durch den 2v2-Kill. Wir sehen es jetzt auch schon über 1k Gold behind. Drake auch auf der Seite von SK Prime. Und jetzt hat man natürlich, dadurch, dass man Botlane 2v2 den Kill gekriegt hat, passiert jetzt was sehr Schlimmes. Und zwar, dieses Tempo kann genutzt werden, um hier den Herald auch noch zu bekommen. Und das ist was, was auf dem Level immer sehr gefährlich ist. Um die 8. Minute rum werden die Fights und die Aktionen auf der Botlane, also meistens reden wir so von 7:30, 7:37, ne? Da wird es sehr, sehr wichtig, wer kriegt den Push, wer kriegt die Bewegung, wer kann auf die Map gehen und wer kann den Herald securen. Weil der Herald gibt mittlerweile 300 Gold, ne? Das ist wie ein Kill zu bekommen. Und zusätzlich dazu kriegst du dann auch noch den Charge, der dir nochmal 1,5 Platten. Der wurde ein bisschen genervt, aber das Herald Gold ist sehr, sehr wichtig, ne? Jetzt wird hier Mitte geschaut für Fabiven, man kriegt den Stun, aber Matislav wird nicht rankommen fürs W. Sehr schön von Lama gedacht, ne? Man hat hier keinen Cleanse, Flash wäre raus. Das heißt, wenn man da hinkommen würde, wenn Fabiven nicht so schnell reagiert, dann kann man das aber Samulek jetzt unten isoliert, overextended. Da kann man mit der Kalista-Ulti einfach arbeiten. Unser Team kommt jetzt dazu. Alle drei Talia-Ult könnte vielleicht kommen, wir haben keinen Flash auf der Kalista. Die sind in die Ecke gedrängt. Und wahrscheinlich werden wir hier Kidui kriegen. Hoffentlich der Kill hier für Matislav. Prime geht auch nochmal vor. Die Gegner wollen das spielen. Lurox kommt auch mit dazu. Sehr, sehr gutes Silence. Lama Bear noch drin. Jetzt ist der Azir auch mit dabei. Der Shuffle kommt durch. Lama Bear geht nach unten raus. Matislav auch in der Ecke. Das heißt, wir kriegen hier einen 3-für-1 Trade. Und es war leider auch kein Shutdown im Extendeden. Das ist auch ein ziemliches Desaster für uns. Verlieren auch noch zusätzlich hier die Krabbe. Ich muss sagen, Amumu wirkt sehr, sehr stark. Gibt's nochmal eine kleine Rückblende davon. Initial sah es so aus, als würde Kidui geopfert werden. Ne? Wir haben ja natürlich das Klassische. Er steht praktisch an seinem Turret, aber das ist völlig egal. Ne? Da ist die Reichweite, die Kalista überbrücken kann, zusammen mit Soraka, sehr, sehr stark. Dann hier, ich dachte, okay, wunderbar, 1-für-1 Trade nehmen wir. Aber wir sehen, aus dem River kommt Amumu und Azir dazu. Und der Kill dauert einfach sehr lang. Die Soraka kann ihn unglaublich lange am Leben halten. Dann hier, Matislav kommt fast noch raus, ne, wegen der Renata-Ult. Aber wird dann vom Azir noch reingeschaffelt. Und Lamobear ist der letzte Überlebende. Und wir haben hier einen 3-für-1 Trade. Und der nächste Drake ist jetzt auch ab und ist natürlich für SK eine sehr, sehr leichte Möglichkeit. Ja, Fabiven hier vielleicht? Nee, steht relativ sicher. Entschuldigung, ich habe gerade... Ist das Stream-related? Nein, ist es nicht. Ich dachte gerade, ich habe irgendwas falsch gemacht, ja. Alright. Also, aus irgendeinem Grund haben wir jetzt Tempo für den Drachen und kriegen hier den Drachen. Das ist huge für uns, ne? Mitte ist geöffnet, aber da wird der Herald benutzt, obwohl keine Pressure oder keine Minion Wave ist. Wir verlieren für diesen Drachen lediglich unsere Raptoren und vielleicht die Crux. Das ist sehr, 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 sehr gut, tatsächlich. Allerdings trotzdem sieht man natürlich schon, also die nächste Midlane-Platte ist sehr angeschlagen. Nach wie vor ist auf jeder Lane gibt's Leads und hier, das in der Mitte, ist sehr gefährlich. Matislav, geh nach unten auf der Lane, bitte. Wenn der hier fällt, ne, wenn die Mitte hier ganz öffnen können, mit einer Wave rangehen, Azir kann sehr schnell pushen, wenn er seinen dritten Soldaten stellt, ne. Das heißt, wir müssen jetzt einfach hoffen, dass wir ein bisschen Stabilität und dann später über Catches, wir haben gute Möglichkeiten für Catches, ne. Wir haben die Varus-Ulti zur Verfügung, wir haben die Talia-Combo, ne, W into E, wir haben die Sejo-Ulti, vielleicht haben wir einen Gnarflank, wir verlieren jetzt auch noch die Crux und oben ist Amumu in einer sehr gefährlichen Position. Und Botlane ist, glaube ich, auch, wenn sie wissen, wo unser Jungler ist, können sie jederzeit reingehen hier, Kidui und Prime. So weit ahead sind sie aktuell. Aber genau das, was ich gesagt habe, passiert oben. Und jetzt muss Flamer sogar aufpassen, dass er hier nicht noch gedived wird zusätzlich. Aber ist fürs Erste fein. Und wir schauen währenddessen unten für was, so wie es aussieht. Wir müssten dafür die Kalista bekommen. Varus Ult geht leider daneben, wird geflasht. Cleanse war noch down, also gut getimed. Ich denke nicht, dass man das hier spielen kann. Man muss da, glaube ich, raus. Kalista Ult ist auch noch ab. Jetzt kommt der Re-Engage. Azir kommt aus dem River dazu. Er hat auch Flash und Shuffle ab. Die gehen 2 gegen 3 rein. Gute Renata Ult, aber jetzt kommt Azir und mit dem Flash. Oh mein Gott. Wow. Oh, das sieht aber... Oh, joi. Und Mitte gibt es auch den Engage. Muss man auch rausflashen hier. Ach du Scheiße, ey.
Na, also da muss man jetzt, da kann man jetzt sagen, was man möchte, aber das war ein crazy Play hier von der Botlane. Sehr, sehr sauber gespielt und für Vivens Shuffle leider auch wahnsinnig gut. Jetzt ist leider so ein bisschen das passiert, wovor wir Angst hatten, ne? Man hat Botlane, die Renata, ein bisschen gebaitet mit dem Amumu-Pick. Hat dann den Range-Support genommen. Das ist aber nicht gut. Und jetzt ist man leider Botlane sehr behind. Man konnte nicht mal das 3v2 wirklich spielen. Ist da sogar schon behind gefallen. Jetzt ist es für unser Team an der Zeit. Ne? Das ist auch eine Sache, die wir mit NNO Old immer gemacht haben. Sind wir die besten Laner? Nicht wirklich. Ne? Aber man kann kreativ sein, wisst ihr? Kreativ sein, sich irgendwas erarbeiten. Ne? Sehr wenig Platten gefallen allerdings in dem Game. Also nur in der Mitte nach dem Herald Charge. Das ist das Einzige, was sie hier bekommen haben. Wir haben den Drake, den zweiten. Das bedeutet, wir haben noch eine Menge Zeit, bis wir unter Druck von der Soul sind. Und jetzt ist es halt hier zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit gewesen, wenn die Seju Ulti trifft, ist natürlich eine kleine Chance und Sams waren auch noch ab, fairerweise. Aber dann hätte man mit Talia rein ulten können und vielleicht für einen Kill gehen oder für einen Engage gehen. Toplane, immer noch das Inselkönigreich, ne? Da passiert noch relativ wenig. Hier Mitte, Azir, wenn er unberührt ist, wenn er einfach pushen darf, ne? Haben wir im Draft schon erwähnt, er hat den Poke, er hat die Möglichkeiten. Er kann den Midlaner aus der Lane rausforcen, Push holen und sich bewegen und der Erste im River sein, wenn er nicht irgendwie behind gesetzt wird. Und jetzt hier unten gibt es einen Fight, aber der sieht nicht gut aus für uns. Ich glaube nicht, dass das winnable ist. Geht durch hier sehr aggressiv, guter und wichtiger Flash, aber leider die Kalista so gesnowballt, dass trotzdem die Renate stirbt. Und jetzt ist natürlich die Frage für uns auch, für unten mit NNO, immer unsere stärkste Seite auf der Karte ist immer unsere Botlane gewesen. Wie gehen wir jetzt damit um, wenn Samolek nicht übernehmen kann? Ne? Und die sind auch hier unten, ne? Sie sind immobil, beide von ihnen. Renate ist immobil, Varus ist immobil. Man kann jetzt einfach immer und immer wieder, man kann mit dem Amumu reinspielen, ne? Mit dem, also gerade wie gerade, Flash Amumu, ne? Man kann mit dem Azir permanent reinspielen. Und wir haben aktuell nicht die Antworten. Relativ frühe Bounties, aber ich sehe aktuell nur die Möglichkeit, über kreative Catches, über zu aggressive Plays von SK Prime, dass man hier noch zurückkommen kann. NNO Forever, ja, ne? Ich meine, es gibt, wie gesagt, Potenzial für Catches. Ihr wisst, letzte Woche hatten wir ein herzbrechendes Game, wo wir in dieser leadenden Position waren und wo wir permanent gecatcht wurden dann und das Game noch gedreht wurde. Das heißt, es ist auch auf diesem Level noch möglich. Allerdings bis jetzt sehr saubere Performance hier von SK Prime. Sie nehmen jetzt Herald und vielleicht öffnet es für uns den Drake. Die priorisieren also hier weiter den Snowball, weiter das Gold. Ne? Gibt's hier den nächsten Shuffle-Attempt vom Febiven. Hat zum Glück diesmal ein bisschen kurz gewählt. Wir kriegen unsere erste Bounty, hoffentlich. Oh, sie buben rein, das sieht nicht gut aus. Nee, den muss man leider abgeben, ja. Aber ein guter Versuch, Counterplay da zu versuchen zu schaffen. Ja, ich dachte, wir sind da schon ein bisschen weiter. Beide Toplaner werden wahrscheinlich, also das ist immer so dieser Blick von der Toplane, ne? Ihr macht da euer Ding, ihr farmt, ihr überlebt ein paar Ganks, 0-0-0, ne? Und dann schweift euer Blick über die Karte, ne? Euer Blick schweift über die Karte. Und ich könnte mir vorstellen, dass einer von den beiden gerade mit einem Lächeln in seinem Stuhl sitzt. Während der andere nicht so ganz weiß, wo er falsch abgebogen ist mit seiner Toplane. Genau, jetzt Herald hier natürlich sehr, sehr stark, gibt ihnen die Möglichkeit, Mitte zu öffnen. Mitte sehr, sehr zentral, sehr, sehr wichtig auf dem Level. Weil es euch die Möglichkeit gibt, besser in die gegnerischen Jungle einzudringen. Auch eine gute Möglichkeit für Champions wie Azir. Ne? Das ist eine seiner großen Nutzungen für den Turret. Ne? Kannst den Turret stellen, hast ein bisschen mehr Sicherheit, kannst in den Jungle gehen. Ne? Jetzt wird SK für den Top-Turret als nächstes schauen. Der letzte Tier 1, der steht. Man sieht schon, es fängt jetzt an, dass sie ihre Botlane hochbewegen. Der Azir wird Mitte für den Push spielen. Flamer muss jetzt ein bisschen aufpassen. Sonst können sie vielleicht für ihn gehen, aber er hat, glaube ich, die nötige Vision. Und was machen wir jetzt? Die Botlane von denen ist zu stark. Da können wir nichts machen.
Aber die ist leider einfach zu stark. Oh, Flame hat das Crossmap nicht gelesen. Wurde interrupted in seinem Jump von der Kalista-Ult. Kriegt seine Mega-Nahform nicht. Und leider hier auch der Catch. Hat versucht, da noch ein bisschen Overstayen, vielleicht eine Wave. Das Game sieht nicht gut aus. Das kenne ich persönlich auch, wisst ihr. Wenn's nicht gut läuft, wenn Sachen schief gehen, dann ist es immer sehr, 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 sehr. Also dann fühlt man sich in dieser Drucksituation, irgendwas zu machen. Jetzt gibt's hier einen Fight. Varus Ulti trifft auf die Soraka. Keine Kalista in der Nähe. Wird hier gecombot, aber wir haben leider nicht genug Damage. Haben leider gesplittet, ne? Lurox fast tot. Prime fast tot. Aber keiner fällt, weil wir unsere. Also wir wollten zwei Targets gleichzeitig haben. Sehr, sehr schöne Combo an sich auf Prime. Hätte man auch bursten können. Hat sich aber für Lurox entschieden. Und aktuell, wenn man so behind ist, reicht für diese Tanky-Ziele der Damage noch nicht ganz. Gerade auch, wenn da noch eine Soraka-Ulti dazu kommen könnte. Ne? So, wir halten jetzt aber erstmal noch top. Nehmen wir es auf der Botlane. Schöne Kombos hier immer mal wieder von Matislav. Hält den Turret noch für eine Wave länger, aber jetzt ist Fairwiven da. Und kann für den Shovel suchen. Macht wieder ein bisschen Pressure. Sie haben wieder die Präsenz auf der Mitte. Ne? 10-1. Ah, wenn Kani jetzt hier wäre, Leute. Wenn Kani jetzt hier wäre, der wüsste noch was wir machen können. Ich will jetzt nicht nur schwarz sehen. Ne? Also es ist ein schweres Game. Keine Frage. Hier, das ist im Übrigen die Mechanik. Oh, Fairwiven wieder mit dem Shuffle. Der Azir First Pick hier wirklich sehr, sehr stark. Also bewahrheitet, warum dieser Champion im Competitive immer noch so stark ist, so beliebt ist, so viel gepickt wird. Ne? Wir haben es auch bei Matislav gesehen gestern, was dieser Champion machen kann, wie viel Pressure er mitbringt, wie viele Plays er aufsetzen kann. Ne? Also ich denke, man muss hier auf große Fehler hoffen. Vielleicht auf einen Nash-Steal. Ne? Wir sind schon an dem Punkt angekommen, dass ein Nash-Steal vielleicht nötig wird. Sabolek, nein! Okay. Ich glaube, Lurox könnte ihn hier sehr, sehr leicht soloen oder runterrennen. Da ist sehr, sehr wenig Raum für ihn. Und SK wird jetzt versuchen, den nächsten Drake zu bekommen. Und sie werden den Nash jetzt hier präparieren. Und das ist, wenn sie es richtig machen, mit so einem Lead, ist kaum eine Möglichkeit, noch irgendwas dagegen zu tun. Aber hier ist tatsächlich Potenzial für ein Comeback. Wenn es auf diesem Level noch eine Möglichkeit gibt, zurückzukommen, dann kann das ein schlecht vorbereiteter Nash-Attempt sein. Das heißt, wenn sie nicht aufpassen, wenn sie Vision übrig lassen, wenn sie uns die Chance für einen Steal geben, was natürlich sehr schwierig ist gegen die Rennstacks. Ne? Kalista hat jetzt auch ihr drittes Item. Die ist so tanky, keiner kann die aktuell killen. Wir bräuchten auf jeden Fall auf unserem ADK noch zwei, drei Items. Und hier kommt jetzt der Start. Eine Chance für uns. Klingt blöd, aber die Gegner haben so viel Damage, dass wir vielleicht nicht genug Rennstacks sehen. Ne? Dass vielleicht die Möglichkeit für einen Steal ist, mit einer Renata-Ult vielleicht, die CC. 4K. Kann Lama der Held werden hier? Die Sion-Ult geht rein, trifft an der Seite nicht. Der Nash wird abgebrochen. Matislav wird angegangen. Wir nehmen ein bisschen Damage auf Jennex. Wir haben Nash erstmal gestoppt. Geht raus, Jungs. Geht raus. Das ist alles, was wir wollen. Währenddessen kann unten Flamer pushen. Wir kriegen vielleicht den Tier 1. Natürlich verlieren wir den Drake hier. Und Flamer muss deswegen auch raus. Können wir vielleicht Top-Lane ein bisschen Counterplay holen? Können wir vielleicht Top-Lane den Tier 1? Wir brauchen die Bounties jetzt, damit hier irgendwas geht. Irgendwas und wir gehen selber für den Nash-Attempt. Oh Gottes Willen. Wir gehen selber für den Nash, aber wir haben doch keinen Damage. Wir sind doch so schwach. Sie sehen den Varus in der Mitte. Der TP kommt schon, Jungs. Das. Oh Gott, Fairwiven ist oben. Noch haben sie es nicht gecheckt. Noch haben sie es nicht gecheckt. Sabolek zeigt jetzt, der nächste TP kommt. Er ist auf 3K. Wir können ihn holen. Wir kriegen ihn. Aber wer kommt raus? Wer kommt raus? Sabolek mit dem Flash. Matislav ist tot. Kidui wird nochmal gestoppt, aber Lurox hier kriegt Sabolek. Wir haben zwei, die leben. Können wir unten noch für die Bounty gehen? Jetzt sind wirklich alle oben. TPs sind committed. Die Gegner werden auf jeden Fall Turrets hier bekommen, aber wir haben Nash von der Karte genommen. Und das ist unglaublich wichtig. Weil Nash wäre die Möglichkeit gewesen, wie sie dieses Game sofort beenden können. Wir können zumindest noch unten eine Bounty nehmen. Natürlich verlieren wir den Tier 2 in der Mitte. Natürlich verlieren wir den Tier 2 auf der Toplane. Die Death-Timer sind lang. Ich glaube, unsere Base wird noch nicht gebrochen. Aber das gibt uns Zeit. Ne? Die brauchen den Nash, um zu enden. Ansonsten können wir Wave clearen, hoffentlich. Leider haben wir auch den Drake-Timer. Ne? Dadurch, dass wir den zweiten Drake nicht bekommen haben.
Gibt's noch den Drake-Timer? Na, es ist nicht dieser freche Flash, ne? Jadex hört über die Wand. Akidui hier. Auch sehr, sehr stark. Und dann leider, leider von Samolek. Kommt nicht mehr raus. Lurox mit dem Flash über die Wand. So wenig Zeit zu reagieren in der Situation. Aber jetzt bald, ne? Ihr werdet es nicht wissen, aber jetzt bald schlägt unser Plan zu. Wir feeden den gegnerischen AD-Carry, sodass Duel mit der Renata-Ulti später... Oh, Catch-Versuch. Sehr, sehr smarter Catch-Versuch. Die Gegner sind noch relativ weit weg, außer Lurox, der ist fast da. Stun kommt noch nach von Sedu. Wichtiger Shutdown hier auf der Talia. Das ist gut, das ist dieses... Das sind jetzt gerade Sachen, die gut für uns sind, Leute. Wo wir Kleinigkeiten bekommen, den Goldlied ein bisschen zurücknehmen. Es sind 3 Minuten. Wir brauchen jetzt Counterplay. Wir brauchen jetzt Counterplay. Wir müssen schauen, dass wir irgendwo Gold auf den Sidelanes finden, dass wir Bounties auf den Sidelanes finden, dass wir einen Catch finden, dass wir kreativ sind. Genau darüber, wo wir davor geredet haben. Ne? Weil im richtigen 5 und 5, müssen wir ehrlich sein, da gibt es keine Chance zu gewinnen. Ne? Aber ich finde es schön, dass sie sich nicht aufgeben. Manchmal hast du so Sandsack-Teams, ne? Die verlieren dann, ne? Die fangen an zu verlieren und dann denken sich, oh, die Welt ist schlecht und ungerecht, ne? Und geben auf. Aber unsere Jungs versuchen wenigstens noch was zu machen, ne? Der Nash-Call war kreativ, jetzt oben den Catch gespielt, ne? Man zieht die Gegner jetzt so ein bisschen über die Karte, versucht irgendwie Pressure zu generieren, auch wenn man behind ist, ne? Flamer hier wird bald seine erste Kippe. Die beiden Toplaner hier, ne? Wirklich sehr stramm im Game dabei. Mit gar keinem Impact bis jetzt. Der Black Cleaver ist auch fertig. Also auf der Toplane sind wir sogar itemtechnisch ahead ein bisschen, so wie es aussieht. Ja. So, alles kleine Mentality, man. Ja, natürlich, ne? Die haben vom Besten gelernt, nicht wahr? Die haben vom Besten gelernt hier. Und Fabian schon wieder am Oversteppen. Kommt da irgendwer hin? Können wir den CC chainen? Na, so knapp, wenn Duel ein bisschen schneller ist. Ein bisschen weiter vorne steht. Sehr, sehr cooler Versuch. Wir haben zwar einen Flash verloren, die Sage Ulti hat kaum einen Cooldown. Die können wir immer rauswerfen. Da können wir immer probieren, was zu machen. Ne? Schade. Guter Versuch wieder. Fippiffen da, wenn wir ihn kriegen. Ne? Die dicken Shutdowns auf dem Tisch, die brauchen wir. Wir brauchen einen Fehler von Kidui. Und Kidui ist bekannt dafür, dass er gerne mal ein bisschen aggressiv reingeht. Klar, der hat bis jetzt ein super cleanes Game abgeliefert. Aber vielleicht kommt hier jetzt noch eine kleine Ungenauigkeit. Und dann kriegen wir ihn mit der Talia. So wie es aussieht, ne, schaffen wir jetzt gerade Counterplay auf der Toplane. Wir holen da die Bounty ein. Ne? Und wir haben noch Zeit, bis der Drake kommt. Können wir den Tier 2 Bot defenden? Wahrscheinlich nicht. Gehen wir weiter oben, ist die wichtige Frage. Nein, wir versuchen zurückzugehen. Wir haben die nächste Bounty bekommen. Nur noch 7.000 Gold. Das sind keine großen Werte. Ne? Der Tier 2 unten. Der Tier 2 unten fällt. Da geht der Goldlied leider wieder ein bisschen rauf. Ich denke auch nicht, dass man wirklich was machen kann. Ich glaube, das Counterplay wäre wahrscheinlich der Tier 1 gewesen. Aber jetzt kommt der wichtige Soulfight. Und Cloud Soul ist leider auf diesem Level meines Wissens die stärkste Soul. Die stärkste Soul. Weil die Movement Speed einfach so viel Value hat. Jetzt sind, was brauchen wir für einen perfekten Fight? Wir brauchen Flamer mit einem guten Gnar-Timing. Ne? Wir müssen schauen, dass wir Push-Out bekommen. Oder wir geben ihn einfach auf. Weil die haben das Gebiet eingenommen. Ehrlich gesagt, vielleicht einfach aufgeben. Ne? Vielleicht einfach aufgeben, den Drake. Und schauen, ob wir vielleicht den Top-Tier 2 alle zusammen bekommen können. Aber auch das, SK ist so weit ahead. Die müssen das nicht zulassen. Die können 2 Leute top schicken und können hier unser Counterplay rausnehmen. Und es sieht so aus, dass wir nur ein bisschen Vision auf der Topside für eine Seele bekommen. So sieht's leider aus hier. Ne? Nur ein bisschen Vision auf der Topseite. Und weiter ist unser einziger Hoffnungsschimmer. Irgendwie kreativ zu sein und Catches zu finden. Vielleicht kann man Gnar und Talia auf der Sidelane zusammen losschicken. Ne? Vielleicht können die irgendwie, ne, Gnar geht vor, Talia steht dahinter, Fight beginnt, aber kann man diesen Sion überhaupt töten? Oder ist der zu tanky? Doppel Radiant Virtue auch hier, sehr, 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 sehr stark leider. Und jetzt natürlich, SK bereitet den Nash vor. Sie haben alles, was sie wollen. Sie haben die Seele, sie haben ihre Items, sie haben das Areal und sie werden diesen Nash forcen. Auch hier wieder der einzige Hoffnungsschimmer, den wir haben. Sie machen zu viel Damage, damit, um Rent-Stacks in den zu bekommen, dass es nicht smitebar ist. Es ist eine Mammutaufgabe für Llama Bear, die jetzt kommt. Ne? Es ist eine absolute Mammut. Wir sind bis zum Äußersten zurückgedrängt. Ne?
Duel hier ganz knapp rausgekommen. Sehr, sehr gute Nutzung vom Schurelias. Jetzt geht man sogar nach oben. Mathislav hier von Fabivim engaged. Und jetzt gehen sie zurück zum Nash. Der kommt in 10 Sekunden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie einen Instant starten. Wir kriegen vielleicht den Tier 2 unten. Zumindest Flamer mit einer Menge Damage. Da sollte er, glaube ich, durchziehen, meines Verständnis nach. Flamer langsamer übernehmen, aber jetzt startet man. Kidui ist nicht da. Die Ren-Stacks sind nicht drauf. Prime allerdings bereit in der flankierenden Position. Seju rausgeschickt. Kommt sie noch hin? Kann sie flashen? Kann Lava es schaffen? Und ihr kriegt es! Und jetzt muss man raus! Jetzt muss man Flamer Zeit kriegen! Lumox ist tot! Heilige Scheiße! Das ist wichtig! Das ist wichtig! Das ist, was ich meinte! Keine Ren-Stacks! Verdammte Kacke! Und dann kann Lamaberder reingehen und kriegt ihn noch. Und das gibt uns Zeit und das ist, was wir brauchen. Klar, die Gegner haben Seele. Klar, die Gegner sind immer noch super weit vorne. Aber es sieht so aus, als würde Flamer langsam auf der Sideline übernehmen können. Hat langsam die Möglichkeiten, auch Turrets zu bekommen, wenn Sion da ist. Auch wenn es schwer ist. Ne? Und wir haben jetzt den Nash. Wir kriegen nochmal Zeit. Nochmal ein geniales Play. Lama wird sogar rausgekickt. Und dann flasht er rein. Und schaut euch diesen Smite. Trotz Azir-Wall. Alles wird auf ihn draufgeworfen. Ne? So. Oh, puh. Alleine Carsten ist echt anstrengend. Wo ist Kani für diese Passagen? Ne? Wir sind auf 4K Gold dran. 4 Minuten bis zum Elder. Wir haben uns Zeit gekauft, Leute. Wie ist die Flash-Situation? Kein Flash auf Sejuani. Kein Flash auf Lurox. Beide Jungler ohne. Lurox-Flash wesentlich wichtiger als Sejuani-Flash. Wir können wahrscheinlich auch mit diesem Nash nur Zeit kaufen. Flamer vielleicht auf der Sideline in den nächsten Tier 2. Vielleicht nochmal den Gold-Dieb ein bisschen kleiner. Duel, Vorsicht. Duel, Vorsicht. Na? Na, man nimmt jetzt hier nur die Waves und wir sehen, Flamer macht genau, was wir sagen. Er holt den TP sogar raus vom Azir. Ne? Jennix hier, man merkt die Nervosität. Jennix zu spät geschaltet. Hat nicht defended. Tier 2 für uns. Wir kommen auch raus. Nochmal den Goldlead reduziert. Flamer hier mittlerweile eine absolute Maschine. 4 Items. Kann das der Tolksche werden auf der Sideline? Er hat jetzt sogar den Hullbreaker. Er will nicht teamfighten. Er will auf der Sideline durchgehen. Er will irgendwie den Backdoor schaffen. Ne? Pressure schaffen. Überzahlsituationen schaffen. Ne? Für unser Team. Puh. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Leute das machen, wenn sie das den ganzen Tag machen. Jetzt wartet man hier. Ne? Wir lauern. Ihr seht, ne? SK Prime. Einfach warten den Nash aus. Sie wissen, sie haben immer noch die Lead-Situation. Sie wollen nicht in die Nash-Stats reinspielen. Ne? Lassen sich da Zeit. Sie wissen, jetzt gleich kommt Elder und dann kommt dasselbe Spiel nochmal. Und unser Team muss wieder zaubern. Unser Team muss wieder irgendwie zaubern. Weil SK Prime wird die komplette Areal am Elder haben. Und das war die Ulti gerade von Kidui. Nervosität. Nervosität, Mr. Kidui. Da hat man aus Versehen gerade die Ulti gezündet. Wir brauchen noch ein gutes Play. Die Death-Timer sind huge. Unser Team spielt brillant über die Sidelines. Einen guten Catch, ein gutes Play, eine gute Möglichkeit, ein guter Steal. Und wir können dieses Game gewinnen. Von einer absolut aussichtslosen Situation. Na? Muss man sagen. Nach diesem Early-Game, dass unser Team so zurückgekommen ist und immer gekämpft hat, ist wirklich ein sehr, sehr starkes Zeichen. Und das war nicht normal. Bis jetzt war es immer andersrum. Im Early haben wir dominiert und danach auf die Fresse bekommen. Danach waren die Unsauberkeiten. Aber es wird besser. Ne? Das Mid- bis Late-Game wird viel besser. Und jetzt guckt man vielleicht Mitte für einen Catch auf Kidui. Aber es ist schwierig. Ne? Flamer geht wieder auf die Sideline. Elder Drake 1,20. Erstmal ein bisschen ruhig jetzt. Ne? Erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen. Hier. 352 CS hier auf Flamer. Meine Güte. 352 CS. Elder Drake kann man notfalls abgeben, aber ist normalerweise ein Todesurteil. Ne? Zumal auch Nash in der Zeit des Elder Drakes kommt. Wie geht man jetzt damit um? Kann man die Midwave vielleicht auspushen? Kann man irgendwo eine Möglichkeit für einen Catch finden? Kann Sabolek überhaupt irgendjemanden hitten hier? Ne? Ist die wichtige Frage. Hätte er vielleicht doch Pokvaros spielen sollen in diesem Game? Flamer will hier vorgehen, aber er hat noch nicht genug Informationen, ne? Muss aufpassen. Azir könnte dahinter sein und das könnte vielleicht auch das Play sein. Wir sehen jetzt auch noch Void Stuff. Ihr Items auf Azir. Unser Midlaner noch weit behind hier mit 3,5. Noch kein Rabadons in Sicht. Beide Amplifying Items. Ne? Ihr seht jetzt das, was ich gesagt habe, was ich mir von unserem Team vielleicht vorstellen könnte. Sehen wir hier bei den Gegnern. Azir hinter Sion. Ne? Verschiebt man jetzt vielleicht.
Aber jetzt macht unser Team dasselbe. Lamabeer hier leicht gecatcht, sollte aber rauskommen. Elder Drake spawnt jetzt. Und jetzt macht unser Team das, wovor ich geredet habe. Das ist eine große Chance. Wenn jetzt hier Flamer den CC bekommt, dann kann Matislav reinkommen und wir können über die Sideline was machen, während das Team Elder nehmen muss. Verwürfen hier. Okay, und währenddessen kriegt man den Elder. Lamabeer ist in der Steel-Situation, kann hier natürlich nichts machen. Das heißt, man muss jetzt hier delayen. Man muss jetzt hier delayen. Wir kriegen, so wie es aussieht, vielleicht den Top-Tier 3. Das war eine große Chance, genau was ich mir gewünscht habe. Wir kriegen den Top-Tier 3, aber jetzt müssen wir raus, jetzt müssen wir Zeit schaffen. Weil jetzt haben wir einen Elder Drake gegen uns. Und wir können nicht gegen Elder Drake fighten. Und das Problem ist der Nash. Der Nash ist in einer Minute, ne? Matislav könnte hier austicken vom Drake. Der letzte Airy Brock gerade so rausgekommen, aber jeder Hit killt ihn. Okay, Flamer kommt raus. Der Elder Drake ist da. Die Midwave ist relativ nah. Die Botwave ist TP-bar. Und da kommt der TP von den Gegnern rein. Duel leider auch gecatcht. Zwei tot, Elder Drake da. Wir haben keinen Wave-Clear mehr. Ich befürchte, das ist ein sehr antiklimatisches Ende. Ich befürchte leider, das könnte ein sehr antiklimatisches Ende sein. Hier auch Samolek gecatcht. Und dann hat man seine Hand überspielt. Man hat was probiert auf der Sideline. Es hätte klappen können, wenn wir Verbiffen da kriegen, haben wir ernsthafte Chancen, das Game zu enden. Ne? Druck zu machen auf den Nexus. Aber hat leider nicht geklappt. Einen großen Applaus, wenn ich bitten darf, an unsere Jungs. Nach so einem Early sich überhaupt noch zurückzuarbeiten und so abzuliefern, ist wirklich auch was, worauf man stolz sein darf. Ne? Es war gegen ein absolutes Top-Team, gegen eins von den ganz Großen, gegen einen der Top-Favoriten, sagen wir mal, aus der Prime League. Und auch wenn es jetzt nicht gereicht hat, finde ich sehr, sehr schön, dass sie sich nicht aufgegeben haben und dass sie im Mid- bis Late-Game so viel noch gezeigt haben. Ne? Muss man ehrlich sein. Ja, und das war mein erster Solo-Cast. Ne? So wie es aussieht. Meine Stimme ist gefühlt weg. Ich habe ordentlich rumgeschrien. Meine Güte, ne? War aber auch spannend. War auch wirklich spannend, muss ich sagen. Das war auch wirklich spannend. Ach, solche Games sind die geilsten, wisst ihr? Mit einfach die Leute. Mit im Pro-Play, ne? Wenn die Games ein bisschen koordinierter sind und du merkst, dass sie koordiniert sind und die Leute machen noch was, ne? Und du hast halt so viel Potenzial. Ne? Du kannst noch so viel zurückkommen. Oh. Mann. Krass, 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 krass. NO gewonnen. Nein, wir haben verloren. Gegen ein sehr, sehr starkes SK Prime heute. Mit einem extrem dominanten Early Game. Die Kalista was. Ich habe den Draft, muss ich ehrlich sagen, ich muss mehr Pro-Play schauen. Ich konnte den Draft nicht wirklich lesen. Also ich habe da die Lanes völlig falsch bewertet. Ich habe Azir falsch bewertet und ich habe die Botlane, glaube ich, auch ein bisschen falsch bewertet. Das ist was, ich muss da echt besser werden. Ne? Das ist der Draft sah sehr, sehr rau für unsere Jungs zu spielen aus im Early, muss ich sagen. Sah dann aber später immer besser aus. Ne? Okay. Wo Interview? Interview habe ich jetzt keins vorbereitet, Leute. Eigentlich wäre es heute ein Du-Cast gewesen. Leider Agurin, dadurch, dass das Game so spät war, konnte heute nicht dazu kommen. Aber vielleicht dann nächste Woche als Special Guest dabei. Und ja. Jetzt könnt ihr gerne noch ein paar Fragen stellen, wenn ihr noch was habt. Ihr könnt gerne noch ein paar Fragen stellen, wenn euch irgendwas interessiert, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr irgendwas sagt, okay, das hättest du besser machen müssen, das war große Scheiße, sei nicht so parteiisch, ne? Aber, also ich meine, ihr seid auf dem NNO Prime-Kanal, ne? Bisschen parteiisch muss sein, ne? Da geht nichts. Also ein bisschen parteiisch muss schon sein. So, haben wir gewonnen? Nein, wir haben nicht gewonnen. SK hat leider gewonnen, aber es war ein geiles Game. Das ist Entertainment, wisst ihr? Das ist Entertainment pur, solche Games. Good Fish, yes. Duel is in the chat. Hey, Mr. Duel. Really, really nice recovery. I'm very proud of you guys. You played so well in the later stages. It was very, very rough early game. I think the SK draft worked very well, especially around bot side, but you guys made some very nice choices in the later stages and huge steal by Lama as well. Crazy. Was very nice to watch. Das Turnier morgen fertig. Ja, wenn ihr NNO Old sehen möchtet, ne, also diese wunderschönen Gentlemans, dann morgen 13 Uhr wird es NNO Old in einem League-Turnier geben.
gegen viele andere Top-Teams, ne? Ich glaube, SK ist mit dabei, in der SKT, dann hier CLG, EG, G2, ne? Die sind alle bestimmt vielleicht dabei, ne? Oder vielleicht auch ein paar andere, die nicht ganz so klingen, aber, ne? Also, die sind auf jeden Fall alle dabei. Und da werden wir schauen, ob wir noch mithalten können, ne? Bestimmt vielleicht dabei, ne? Also, ihr müsst auf die Nuancen achten, wie ich das erwähnt habe, ne? Aber ja, Interview, Leute, ich kann kein Interview, ich habe nichts vorbereitet und ich bin ehrlich gesagt ziemlich am Ende nach diesem einen Game. Mit seinem eigenen Team mitfiebern ist wirklich das Allergeilste. Ich sage, wie das ist, das macht so Spaß. Also, du kannst nichts machen, ne? Du sitzt da, du bist absolut machtlos, aber es ist so cool. Ach, schön, ne? Jetzt nächste Woche dann noch ein sehr wichtiges Game gegen Unicorns, leider eins von den Top-Teams auch noch. Und dann geht's in die Rückrunde. Und wenn wir da nochmal eine Schippe drauflegen können in einigen von den Games, was heute nicht gereicht hat, dann, glaube ich, haben wir ernsthafte Chancen, ne? Also, meine Damen und Herren, hier gibt's jetzt noch einmal die wunderschöne, die wurde mir geschenkt auf einer von den Messen, hier. Meine wunderschöne NNO-Flagge, damit verabschiede ich mich ins Wochenende, ne? Ich host euch zur, oder rate euch zur Prime League rüber. Folgt unseren Spielern, folgt uns morgen beim Turnier. Danke fürs Dabeisein, danke für die gute Stimmung. Danke, dass ihr den Solocast ausgehalten habt. Wie gesagt, nächstes Mal ist Argorin dabei, hoffentlich. Es tut mir leid, ne, dass ab und zu mal ein bisschen Stille dabei war. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns in aller Frische. Also eigentlich gleich wieder, ne, weil ich dann weiter streame. Aber, ne, ansonsten morgen. Bis dann, mach's gut. So, warte, ich muss noch den Raid machen. Halt, vergiss das immer. Raid Prime League. Yes. Raid Prime League. That's the right button, guys. That's the right button. Now I have the right button. So. Alright. Und bap. Macht's gut.